Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, welches wir uns hier in Serra Mortis spielen können. Und zwar sind wir einmal hier in dem Lager Die Zuflucht und dort auf der linken Seite des Lagers haben wir einen Händler und er schimpft sich Vilo. Dieser Händler ist der Rüstmeister der Erleuchteten und der verkauft uns verschiedene Collectible Items. Unter anderem einen Mount, wenn wir auf den respektvollen Ruf uns hochgearbeitet haben. Und zwar haben wir da einmal den Zügel des geweihten Protohirsches. Um den soll es sich heute drehen. Des Weiteren gibt es hier auch noch ein paar andere Sachen. Es gibt nämlich noch einen Mount, und zwar Herzlichtstein schimpft sich das. Gibt dann auch ein paar Collectibles, wie zum Beispiel einen Wappenrock. Man kriegt hier die ewige Vantus-Rune, wo wir dann dementsprechend, nicht Vantus-Rune, ewige Verstärkungsrune, so rum, wo wir dann keine Runen mehr reinhauen müssen, sondern können dann dauerhaft quasi dieses Item nutzen. Gibt auch noch ein Toy und viele, viele Items mehr. Wir wollen uns jetzt aber im Speziellen hier den Protohirschen angucken und ich würde sagen, den lernen wir einmal. Und dann schauen wir uns das Ding gleich mal an. Protohirsch, hier haben wir den geweihter Protohirsch. Und dann will ich euch auch mal erklären, wie wir am besten den Ruf hochfarmen, falls euch das noch fehlt. Also hier haben wir den Protohirsch, da können wir uns auch einmal das Mount Special noch mit angucken. Also ein bisschen Getapse kennen wir ja von den Protohirschen schon. Ich habe euch ja schon ein paar mehr Protohirschen in den vergangenen Videos gezeigt. Also wer da noch den einen oder anderen braucht, kann da auch gerne reinschauen. So, wie kriegen wir jetzt den Ruf hier am effizientesten hoch? Was ihr machen könnt, ist erstmal die Kampagne. Da gibt es insgesamt 7 Abschnitte. Die könnt ihr einmal abschließen. Da gibt es auf jeden Fall Ruf. Dann könnt ihr täglich 3 World Quests abschließen. Diese World Quest resetten auch immer wieder nach 24 Stunden, also ihr müsst ein bisschen gucken. Nicht alle 3 resetten zur gleichen Zeit. Wenn ihr aber am Abend hergeht und alle 3 abschließt, könnt ihr am nächsten Abend quasi um dieselbe Uhrzeit wieder diese 3 abschließen. Zusätzlich könnt ihr dann noch eine Weekly Quest vollenden und diese Weekly Quest bringt euch 1250 Ruf, wenn ich es genau weiß. Ja, genau, 1250 Ruf. Und dafür müssen wir einfach einen Balken füllen. Diesen Balken können wir dadurch füllen, dass wir die besagten Daily Quests oder World Quests abschließen und die Daily Quests abschließen. Diese Daily Quests an sich bringen keinen Ruf, also die könnt ihr zwar auch machen für den Balken, aber ihr kriegt dadurch keinen Ruf. Zusätzlich könnt ihr dann noch die kompletten Rares töten. Hier ist es aber so, dass nicht jeder Rare da ist, sondern manche Rares jeden Tag da sind und manche Rares von Tag zu Tag switchen. Wenn ihr wissen wollt, welche am Start sind, könnt ihr auf WoW Head auf der Startseite gucken. Da steht immer dran, welche am Start sind und welche heute gerade nicht da sind. Diese Rares bringen unterschiedlich Ruf, so zwischen 10 und 15 Ruf bringen diese Rares. Die stärkeren bringen halt immer ein bisschen mehr, die schwächeren bringen ein bisschen weniger Ruf. Zusätzlich könnt ihr dann auch noch den World Boss töten, der bringt auch nochmal 500 Ruf, einmal die Woche. Und was dann auch euch noch ein bisschen Ruf bringen könnte, ist einmal der Raid. Und zwar kriegt ihr im Raid für jeden Boss, waren es glaube ich 50 oder 55 Ruf, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und dann gibt es noch ein paar so Special Mobs im Raid, größere Trash Mobs, die bringen ebenso viel Ruf wie die Bosse an sich. Ist halt die Frage, ob ihr dann nur wegen dem Ruf den Raid farmt. Wenn ihr den sowieso macht, dann kriegt ihr das nebenbei noch so ein bisschen mit dazu. Mehr ist es eigentlich nicht, wo ihr Ruf holen könnt. Es gäbe dann noch die Option, einen Vertrag mitzunehmen. Und zwar, wenn ihr hoch genug mit dem Ruf seid, kann ein Inschriftenkundler sich einen Vertrag hier bauen für den Verleuchteten, da bekommt man dann, wenn man World Quests abschließt, noch ein bisschen extra Ruf. Das waren, glaube ich, in vergangenen Expansion immer so 10 rum. Und ja, das kann man dann noch mitnehmen, hat man noch ein bisschen was extra oben drauf. Das sind soweit die Rufquellen. Ich mache es persönlich tatsächlich so, dass ich die Rares nicht farme. Das ist nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich mache immer die 3 Daily Quests oder die 3 World Quests, so rum, nicht Daily Quests. Und dann halt diese Weekly Quest, ne, mit den 1250 Ruf plus dann noch den World Boss und da komme ich eigentlich so ganz gut nacheinander hoch. Ich mache das insgesamt mit 2 Chars und dementsprechend ist das schon mal so ein bisschen auf dem Hinblick auf die Paragon-Kiste, weil da wird es dann auch nochmal das ein oder andere Collectible rausgeben. Ja, das waren soweit die Tipps, die ich euch geben kann und damit sind wir auch schon wieder fertig mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.